Hey Leute und willkommen zurück bei The Sims 4, wo der Ronny gerade ein Buch liest, das anscheinend sehr lustig ist. Und jetzt legt er sich zu Julia ins Bett. Das ist ja schön. Ach, wie cool. Und sie lacht im Schlaf, aber er schläft nicht mal unter der Decke. Macht also nur ein kleines Nickerchen. So, ich habe mir ehrlich gesagt überhaupt gar nichts für diese Folge hier überlegt. Die Baufolgen kommen ein bisschen später. Ich drücke mich da mal wieder vor, ist ja klar. So, beide Mega. müssen arbeiten, 9 Jawohl, Uhr und 14 Uhr. Okay. Das ist echt schade. Jetzt passt das überhaupt nicht mehr so gut mit den Arbeitszeiten, ne? Sonst war das ja so. Oh, ihr geht's ja ganz gut. Ja, ich würde sagen, was möchtest du machen? In Foren provozieren, ja, wie immer. Wenn du schon selbstsicher bist. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ich habe es vergessen. Sie hat mich jetzt total irgendwie aus dem Konzept gebracht. Was? Ja, voll den Lachanfall. Oh, mal gucken, wen ich heute wieder haten kann. Oh, die Trash-Tasmani. Ja. Okay, was kann ich denn mal schreiben? Oh, sie hat schon 3 Daumen runter. Ja, ich freue mich. Ich gebe gleich noch den 4. Deine Videos sind immer noch schlecht. Schau bei mir vorbei, ich bin viel besser. Was geht mit ihr? Sie ist voll super drauf. Was ist da los? Das ist ja schön. Was möchte sie? Jemanden anrufen? Etwas pflanzen? Nee, das machen wir immer noch nicht. Warum sind die alle so glücklich? Die lachen hier alle voll und kichern. Das ist ja schön. Und jetzt fühlt sie sich nur noch okay, muss in einer Stunde arbeiten. Gut. Das heißt, wir müssen nicht mal mehr was machen. Sie möchte was trinken. Ja, kannst du tun. Ich lasse sie jetzt erstmal ein bisschen. Und du müsstest gleich auch aufstehen und hast dann Hunger. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe mir nichts Besonderes für diese Folge überlegt. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Dass das mit den Arbeitszeiten. Was? Was ist denn hier los? Warum lachen die denn alle so? Dass das mit den Arbeitszeiten jetzt nicht mehr so gut passt, ne? Sonst war es so, Julia geht zur Arbeit, Julie ist zu Hause, Julia kommt wieder und Julie geht zur Arbeit. Das hat ja mal genau gepasst. Das ist jetzt echt ein bisschen schade. Aber nun gut. Wow. Sie steht auch auf und ist selbstsicher. Das ist ja nicht schlecht. Haben wir noch was Schönes? Ja, Makaroni und Käse, immer her damit. Passt schon. Damit du auch noch ein bisschen dicker wirst. Spiegel eine Rede üben, mit Besitztümern prallen. Ist aber nett, dass der Ronny Platz macht. Ja, ich setz dich mal hier hin. Und schaufel das mal in mich rein. Julia, du musst gleich zur Arbeit, das weißt du, ne? Da brauchst du gar nicht so grimmig gucken. Ja, du gehst gleich Geld verdienen und schon ist sie angespannt, weil eingepfercht. Muss bald an die frische Luft, um Druck abzulassen. Oho. Na gut. Jetzt spült sie noch ab und kommt dann. Ah ne, es passt genau. Hi, sehr schön. Erstmal die Klamotten an und gleich dann wieder die anderen. So, Ronny haut auch ab. Jo, er hebt die Hand so nach dem Motto, so High Five, ich hau jetzt ab, war schön bei euch. Ich habe da ein bisschen was mit der Julia gemacht und deshalb geht es mir gut. So, du möchtest am Spiegel eine Rede üben. Das ist schön. Eine Mahlzeit kochen brauchen wir nicht. Mit Besitztümern prallen auch nicht. Wisst ihr was? Da es ihr ja einigermaßen gut geht, werde ich mal wieder ganz spontan irgendwo hingehen. Im Fitnessstudio waren wir jetzt schon so oft. Wie wäre es denn, wenn wir mal. Wo gehen wir denn mal hin? Waren wir schon in diesem Museum hier? Ich glaube nicht, ne? Da könnten wir mal hingehen und ich denke, wir nehmen den Julian einfach mal mit. Ich meine, der ist Rentner, der hat immer Zeit. Das ist bestimmt ganz lustig mit ihm im Museum. Na gut, schauen wir mal. Wie gesagt, ein bisschen Zeit haben wir. Sie muss erst um 14 Uhr los. Und es dauert heute sehr lange mit dem Laden, kann es sein? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Die Galerie enthält unglaubliche Kreationen von anderen Zimmern. Ja, da habe ich schon ewig nicht mehr reingeguckt. Wollte ich eigentlich mal wieder machen. Yay! Da sind wir, da ist Julian. Sehr schön. Oh, hier waren wir echt noch nicht. Okay, können wir uns die Schiffe ansehen? Oh, oder hier die wundervollen Büsten. Das ist natürlich schick. Was ist denn oben noch so? Oh, da malt gerade jemand. Aha. Noch ein Stockwerk oben. Na, das ist aber echt mal ein.
sehr modernes Museum mit sehr wenig Ausstellungsstücken. Karenzi. Ja, you know Wo me. ist Julian? Julian, kommst du bitte? Sanft küssen. Ja, aber ich würde mich freuen, wenn er reinkommen würde. Julian, flirtest du da? Was? Was? Yabasani? Mit Nadine Powells? Das darf ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt kommt sie erstmal. Dibowis Der alte Mann. Hä? Ja, quatsch mich nicht an. Ich habe eine Freundin. Da kommt sie auch schon. So, sie wird ihn jetzt erstmal sanft küssen. Nadine, gehst du mal bitte aus dem Bild. Das hier ist meine Freundin. Das ist Julie. Michi, Wollen wir jetzt reingehen, Julian? Renzinuk, Kasana, Hast du Lust? Steve, Mirbanagush, Luanza, Elfriskambara. Ich glaube, er quatscht gerade gerne. Ich würde aber gerne mit ihm zusammen hier rein. Wer ist das denn? Florian Mertens, wieder die ganzen Leute, die ich noch nie gesehen habe. Außer sie hier, die Nina. Oh. Oh, warum ist sie beschämt? Unbehagliche Begegnung. Was? Okay. Och Mann, das tut mir jetzt leid. Unsicherheit mitteilen. Das ist aber auch echt mies, dass die Nadine hier die ganze Zeit rumsteht. Warum geht die nicht einfach? Kannst du mal bitte abhauen, Nadine? Ich möchte hier mit meinem Freund ins Museum gehen. Ja, das ist echt nicht toll. Valbin Zitorib. Zanahoy. Kefaya. Schmidt. Sie ist aber... Oh, und schon ist sie selbstsicher. Ich wollte gerade sagen, sie sieht gar nicht so beschämt aus. Ich würde mich aber jetzt freuen... Nadine Pauls, geh doch mal bitte. Die quatschen hier rum ohne Ende, ganz ehrlich. Ich brech das mal kurz ab. Dieses Lachen immer. Hast du einen roten Ferrari? Na, dann würde ich mich gerne mal mit dir treffen. Egal, dass du eine Freundin hast und die gerade hier neben dir steht. Die sieht aus wie Müll, wie ein altes Mülllama. So, ansehen? Ja, dann sieh dir das doch bitte an. Oh. Ach, das Schild. Das Schild musst du dir nicht ansehen. Pass mal auf, wir gehen jetzt nochmal rein. Schauen uns diese wunderschöne Büste hier an. Und er kommt immer noch nicht mit. Julian, das geht doch nicht. Was machst du denn? Ach ja, diese Büsten sind wirklich wunderschön. Ich habe nur leider kein Geld. Ich schaue mir die nochmal an. Ja, ich bin total kunstinteressiert. Doch, diese Büste gefällt mir. Sie gefällt mir so sehr, dass meine Blase drückt. Vielleicht sollte ich mal gleich gehen und wie ein Champion pieseln. Julian, hörst du wohl auf, da rumzuflirten? Das gibt's doch nicht. Ist das wieder... Ah, das ist wieder diese Summer Holiday. Die ist ja sehr hübsch, ne? Aber sie läuft sehr merkwürdig. Und jetzt kommt die auch noch. Ah, ne, sie geht weiter. Sehr schön. Sie schaut sich immer noch die Büsten an. Ja, ganz wunderbar. Ganz ehrlich, das mit dem Julian, das ist gerade echt ein bisschen doof. Warum kommt der nicht rein? Warum quatschen die? Oh nein, jetzt lachen die auch noch zusammen. Julian, was soll das? Das gibt's doch nicht. Kann ich mich nicht hier irgendwo mit ihm hinsetzen oder so? Das ist ja mega blöd. Na toll. Er hat absolut kein Interesse mehr. Er kommt nicht mehr rein. Ach, das ist doch doof. Na, das ist wirklich blöd. Was möchte sie jetzt? Ein Spiel spielen? Jemanden kennenlernen? Kennen wir die Nadine nicht schon? Tag verschönern. Na gut, dann... Oh, wer ist das denn? Ah, das ist die Bella Grusel, okay. Dann quatschen wir doch mal mit der Nadine, ich meine... Ne, sind wir mal lieber nett zu ihr, nicht, dass sie uns noch den Typen ausspannt. Und jetzt kommt sie auch hier hin. Was ist denn an dem Julian so toll? Hallo. Du, falls du es noch nicht mitbekommen hast, das ist mein Freund. Und wer bist du eigentlich, dass du so böse guckst? Christina Schneider. Oh, sie ist wütend.
Oh, die beiden mögen sich auch nicht. Na, das fängt ja schon mal super an. Palingo. Kennenlernen. Das wollte sie ja gerne. Und sie muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Hörst du mal bitte auf, dich da so hinzustellen? Stehst ein wenig im Weg. Weißt du, Julian, umgeben von Frauen, das gibt's doch nicht. Was ist da los? Weißt du, sie steht einfach da blöd rum und schon ist sie angespannt, weil sich gefangen fühlen. Ja, vor allem immer dasselbe erleben, ne? Wir haben doch noch gar nicht hier mit denen gequatscht, das ist doch voll neu. Ärger, Luft machen, komm, das machen wir mal, vielleicht. Julian? Zu wem hat er das gemacht? Hat er das zu Julie gemacht? Sie ist verspielt. Okay, Gott sei Dank nicht kokett. Das wäre tragisch. Also, ich habe meine Sonnenbrille leider verloren. Sonst sehe ich richtig, richtig cool aus. Ja, und ich zock gerne. Deshalb, deshalb stehe ich hier. Was? Was? Der Kuss galt doch gerade ihr. Das habe ich doch genau gesehen. Julian! Das gibt's doch nicht. Was ist mit ihm los? Romantik. Flirten. Na gut, wir müssen eh jetzt gleich los, ne? Aber... Also, letztens bin ich auf der Bananenschale ausgerutscht. Naja, ich bin ja auch schon ein bisschen älter und sie geht einfach zur Arbeit. Na, das ist ja ganz toll. Jetzt muss er aufs Klo und geht wahrscheinlich gleich rein, ne? Leute, was ist da los mit dem Julian? Der hört gar nicht mehr auf, mit ihr zu plaudern. Und wir werden nie erfahren, was die beiden jetzt treiben. Das ist doch gemein. Das ist doch echt gemein. Hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Aber das ist dann echt immer der Nachteil, wenn man die Sims nicht steuern kann, wenn die aus dem anderen Haushalt sind. Aber ich möchte ihn nach wie vor nicht bei uns einziehen lassen. Weil ich bin ja schon mit Julie und Julia manchmal überfordert, mit zwei Sims. Und dann noch ein dritter, ich weiß ja nicht. So, sie ist zur Arbeit. Du bist wieder da, das kann doch noch gar nicht sein. Nee, ich wollte gerade sagen, das kann nicht sein. Ja, das ist echt schade, dass das jetzt nicht mehr so gut passt. Oh, sie ist aber schon wieder da. Sehr schön. Okay, sie ist wieder da. Was können wir denn mit ihr noch mal Schönes machen? So, die Pflanzen weiterentwickeln. Ja, das ist ganz super. Was muss sie noch für die Arbeit tun? Ein ausgezeichnetes Gemälde. Weißt du was? Wir malen jetzt noch mal ein bisschen. So, König der Löwen können wir selbstsichere Arbeit ansehen, kritisch beurteilen, emotionale Aura deaktivieren, Leinwandrahmen. Nee, wir verkaufen das Ding mal. Und danach wird direkt ein neues gemalt. Ich möchte ja immer noch dieses Ausgezeichnete. Und wir machen ein... Was machen wir denn mal? Pop-Art, klassisch. Wir machen mal ein klassisches. Und auch ein großes. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Was für ein Malereilevel haben wir eigentlich jetzt? Haben wir 5 oder haben wir ein höheres? Ich weiß es gar nicht. Wo kann man das denn sehen? Beziehungen... Karriere? Nee. Hier müssten... Ah, da müssten wir das sehen können, wenn dieses kleine Fenster mal weggehen würde. Dann, ja, wäre das sehr schön. Wenn das hier weggehen würde. So, Beziehungen. Charisma, Comedy, Gartenarbeit. Gemälde, 6. Ah, okay, wir sind Level 6. Das ist schön. Gut, gut. Vielleicht geht es auch erst ab Level 10. Ich habe keine Ahnung. Ja, das sieht schon ganz fantastisch aus. Ach, da fällt mir ein, sie wollte ja gerne raus, ne? Also in die Natur. Oh, Leute, das ist Mona Lisa. Das ist Mona Lisa, zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus. Schaut mal, mit dem Hintergrund eine Frau, die da so sitzt. Ach, wie cool. Das ist ja witzig, wenn wir also klassisches Gemälde nehmen... Dann malt sie tatsächlich irgendwelche Gemälde nach. Das ist cool. Na gut, ich glaube, das, was sie jetzt malt, ist um einiges hübscher als die Mona Lisa. Sieht zumindest erstmal so aus. Hm, ja. Ich glaube, das hat noch niemand vor mir gemalt. Eine Frau vor einem... Ja, vor einer Landschaft. Und ich glaube, ich nenne es... Ja doch, ich weiß schon, wie ich es nenne. Ich habe schon einen guten Namen dafür. Aber hier nochmal ein Pinselstrich und da nochmal.
Und da auch noch. Und dann wird das hoffentlich ganz fantastisch. Ganz fantastisch. Nee, es ist doch nicht so der Mona Lisa-Hintergrund. Nicht so hundertprozentig. Und mit der Blume im Haar passt es auch nicht. Aber hübsch, echt? Nicht schlecht. Ja, da wirst du dich gleich selbst übertreffen, meine Liebe. Was ist denn hier wieder los? Ach, jetzt ist sie plötzlich hier, die Nina. Und da rennt... Ach, da rennt der Julian rum. Na Mensch. So wunderschön. Wow, das sieht echt toll aus. Das sieht echt toll aus. Und anstatt Mona Lisa nennen wir das Lisa Mona. Ich hatte gerade einen anderen Namen im Kopf, aber jetzt spontan fiel mir Lisa Mona ein. Das fand ich auch toll. Wow, echt schick. Kritisch beurteilen. So, mal schauen, was ich da gemalt habe. Mhm. Ja, da habe ich ein bisschen viel Gelb verwendet da oben. Aber das Gesicht ist mir sehr gut gelungen, muss ich sagen. Wisst ihr, was total toll wäre, wenn man ein Selbstporträt malen könnte? Oder ein Porträt von den anderen Sims, die so im Haushalt wohnen. Das wäre richtig cool. Ich muss sagen, ich finde es echt schön. 354. Ach, cool. Oh, und schon ist sie inspiriert. Okay, das heißt aber, ich kann immer noch nicht das ausgezeichnete Gemälde malen, oder? Malen bessere Bilder. Passt mal auf. Wie kann ich das denn? Moment, Moment. Geht es im Baumodus, dass ich das einfach so nehmen kann? Ja, das geht. Wo kann ich das denn mal aufhängen? Geht es nicht direkt hier? Ach, schade. Ja, hier so am Fenster sieht es irgendwie doof aus. Hier so drüber. Naja, passt jetzt nicht so hundertprozentig, aber ich möchte es noch ein bisschen behalten, das Bild. Bis ich einen guten Platz dafür gefunden habe. So, du möchtest Fernsehen schauen, ne? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir malen noch ein klassisches. Das hat mir jetzt so gut gefallen. Das würde ich jetzt gerne nochmal sehen. Vor allem bringt es ja auch ein bisschen Kohle dann ein, wenn wir das mal verkaufen. Ich bin gespannt, ob das jetzt wieder irgendwas Ähnliches ist, was man schon kennt. Also ein bekanntes Gemälde. Das würde mich jetzt interessieren. Ach, sie hat Hunger. Ja gut, können wir erstmal noch ein bisschen so lassen. In Museum über Farbtheorie reden. Ach nee, weißt du, das lassen wir mal. Buch analysieren, komm, das machen wir mal weg. Pflanzen abernten, ja, das kommt dann irgendwann. Klassisches Gemälde malen, ja, das machen wir ja schon. Oh, Julie ist da. Sehr schön und hat auch Hunger, ne? Ach Mensch, ja gut. Ich hoffe, sie wird sich jetzt irgendwas zu essen nehmen. Ja, Teller auf den Boden ist super. Ich möchte ihn entweder in die Spüle oder da rein. Was ist das hier? Die Vielfraßspiele. Ja, das wurde auch schon 100-mal gelesen. Es kommt mir so vor, als hätten die hier nur 2 Bücher. So, okay, sie holt sich was zu essen. Das kommt mir gerade noch nicht bekannt vor, was sie da malt. Wow. Ja, da ist aber einer mies drauf, ne? Ah, ich hatte so einen Scheißtag. Erst wollte ich mit Julian ins Museum und dann hat er die ganze Zeit mit einer anderen gequatscht. Er kam ja nicht mal rein. Oh Gott, und dann habe ich mir da die Büsten und Statuen angeschaut, aber so wirklich interessant war das auch nicht. Naja, aber mein Arbeitstag war ganz okay. Trotzdem, ich möchte immer noch gern Klavier. Ich frage mich, wann ich eins bekommen werde. Wahrscheinlich wird es noch ewig dauern. So, noch nicht begonnen. Das machen wir dann gleich nach dem Essen. Baden. Oh! Oh, wie cool. Moment mal. Ah, wie schön. Ich würde jetzt sagen, das kommt mir bekannt vor, aber eigentlich kommt es mir nicht bekannt vor. Ach, wie süß, der kleine Zwerg. Wir nennen es Zwergi in der Schlucht. Ich denke, nicht in der Flucht, in der Schlucht. Ich denke, es ist ein perfekter Name. Zwergi in der Schlucht. Ganz toll. So, im Museum, nee, das machen wir nicht. So, du hast auch Hunger, ne? Weißt du was? Dann... Ja, du möchtest dir wieder, was möchtest du dir nehmen? Cerealien. Oh, wir haben auch nur noch Cerealien. Ja, komm, dann ist die. Die machen zwar nicht so richtig satt, aber wenigstens ein bisschen. Du bist fertig, weißt du was? Du spielst jetzt mal ein bisschen. Üben. Das wird bestimmt ganz wundervoll jetzt mit ihrer momentanen Stimmung. Das kann sich ja nur ganz fantastisch anhören. Oh, ich bin so mies drauf, aber trotzdem übe ich mal ein bisschen Geige.
Ja, das geht noch. Ist gar nicht so schlecht, wie ich jetzt befürchtet hatte. Und sie hat immer noch ihre tollen Arbeitsklamotten an und schaufelt jetzt erstmal die Cerealien in sich rein. Nam, nam, nam. Meine Ohrringe sind so unfassbar hässlich. Und dazu noch diese Kette und dann noch diese Brille. Aber Hauptsache ich habe Fruit Loops. Nam, nam, nam. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Cerealienhersteller, wenn man das so sagen kann. Oh, ich hasse Fußball. Ich weiß nicht, wie ich gerade darauf komme, aber Fußball ist einfach scheiße. Huch. Oh, echt, das klingt gar nicht so schlecht. Ein bisschen quietschig, aber es geht. Was geht in der Nachbarschaft ab? Gar nichts. Ach, schade. Ist das? Ist das Yuga? Ja, das ist Yuga. Cool. Läuft er mal wieder im Anzug rum? Ich glaube, ich habe den erst einmal in anderen Klamotten gesehen, sonst hat er immer einen Anzug an. Oh. Echt gar nicht schlecht. Und Yuga latscht erstmal über den dreckigen, siffigen Teller da. Was? Du willst schon ins Bett? Moment mal eben, meine Liebe. Du willst echt schon ins Bett? Ich hatte gehofft, wir können noch irgendwas Tolles machen. Du spielst noch ein bisschen. Dir geht's eigentlich soweit gut. Bist auch müde, ne? Oh, huch, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht auf deine Brüste. Ich wollte dein wunderschönes Gesicht sehen. Gut, Leute, bei diesem wunderbaren Gefiedel verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.